Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Baustellen-Update. Endlich mal wieder. Also das letzte ist ja schon wirklich so lange her. Und es ist wirklich viel passiert, dass ich euch heute unbedingt ein Update gebe. Endlich, wie gesagt. Und genau, ich zeige jetzt einfach mal die Baustelle, was haben wir geschafft und wie sieht es hier gerade derzeit aus. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Also, einmal ein Rundumschwung. Tada! Und wie ihr seht, das Licht, was wir hier haben, wird nur durch die Fenster gemacht. Also, das Schlafzimmer ist dementsprechend auch ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr seht da gleich was, wenn wir da reingehen. Aber leider weiß ich nicht, wie das Licht hier oben angeht. Das weiß nur der Bauherr. Aber ich würde sagen, wir fangen mal hier an. So, hier kommt er die Treppe hoch und hier ist unser Badezimmer. Ihr seht, hier unten hat mein Vater so Striche aufgemalt und das sind sozusagen die Wände. Also hier ist ja schon mal ein Teil der Wand, das wird die Badezimmerwand. Hier kommt die Tür rein ins Badezimmer und das ist so unser Badezimmer sozusagen. Bis hier zum Balken, das wisst ihr, glaube ich. Genau, hier ist die Wand zu, ich glaube, das kennt ihr noch gar nicht, gedämmt und ja, eigentlich schon fertig. Muss nur noch die blaue Folie rauf und dann USB-Platten und Rigips. Genau. Die Wand da hinten ist auch fertig gedämmt und schon verschalt und so. Genau, das ist so unser Badezimmer hier. Derzeit. Ihr seht hier, wie die Wand verläuft. Die Wand verläuft hier so schräg, weil wir sonst nicht hier in dieses Gästezimmer kommen würden. Deswegen ist auch hier die Kinderzimmerwand so schräg. Und hier kommt man dann halt so später im Endeffekt so ins Gästezimmer rein. Das ist hier oben auch alles fertig gedämmt jetzt. Und so sieht das aus. Hier haben wir auch das Fenster drin. Das ist nur so ein bisschen, ja, abgedichtet jetzt hier. Aber da seht ihr das. Hier unten ist ja das Loch. Das wisst ihr, glaube ich, auch. Genau, und hier hinten die Ecke hat mein Vater jetzt auch komplett fertig gemacht. Und so sieht das eben hier aus im im Gästezimmer. Abstelllage. Moment, wir gehen mal wieder hier aus der Türe raus. Hier ist unser Flur. Hier ist auch alles fertig. Hier oben haben wir auch das Fenster drin. Richtig schön und richtig schön hell hier jetzt. Genau, und hier ist dann so das Kinderzimmer. Wie ihr seht, hier sind auch schon die Wände. Die Wände stehen schon mal. Hier ist der Eingang ins Kinderzimmer und ich kann euch ja schon mal so ein bisschen erzählen, wie es so ein bisschen geplant ist. Also, hier oben ist auch schon gedämmt und so. Hier hat Felix jetzt gestern auch schon angefangen. Die Wand ist hier zum Schlafzimmer schon komplett zu. Das haben die Männer gestern gemacht. Und genau, hier kommt der Kleiderschrank hin. Hier, wie gesagt, die Türe. Kleiderschrank. Hier kommt so der Wickeltisch. Und hier auf die andere Seite kommt so das Babybett und die Ecke da hinten wird so frei bleiben. Einfach so ein bisschen, ja, damit es so ein offener Raum sozusagen ist. Genau, hier fehlt jetzt noch die Wand und hier so. Das Verkleiden von diesen Ecken ist leider total schwierig. Ihr seht das hier, da muss man sehr, sehr viel arbeiten. Genau, aber das beides fehlt noch. Hier an die Wand kommt eine schöne Lampe und genau, sonst, so sieht es denn hier aus im Kinderzimmer. Hier sind auch schon Stromkabel, wie ihr seht. Also wir haben hier auch schon an den Strom gedacht. Hier kommen auch alle Stromkabel vom Schlafzimmer. Genau, hier ist der Flur und dann gehen wir mal ins Schlafzimmer. Ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht zu dunkel, aber ich befürchte es. Ja, es ist leider zu dunkel. Auf jeden Fall kommt man hier rein. Ich mache mir mal die Taschen, aber an meinem Handy an. Seht ihr das vielleicht besser? So. Total schlechte Qualität, aber so sieht es hier aus. Also hier ist unsere Schlafzimmerwand mit Rigips bereits. Hier kommt, an diese Wand kommt jetzt das Bett. Wir haben es nämlich ein bisschen umstrukturiert. Eigentlich sollte das Bett ja da hinten hinkommen. Aber es kommt jetzt hier an diese Wand mit Blick auf das Fenster.
dass es hier leider noch nicht drin ist, nur ja, rum gebaut, aber bei den Temperaturen können wir leider nicht mauern und dementsprechend das Fenster leider nicht reinbauen. Genau, hier ist ja das Ankleidezimmer, das ist noch nicht ganz so weit, weil wir hier erst die Maße von der Schranktür sozusagen brauchen. Die bringt Felix heute in Erfahrung. Genau, hier ist es eben auch schon fertig, alles so. Da oben ist schon ein Stromkabel für den Fernseher. Der kommt nämlich hier an diese Wand. Und hier, wie gesagt, dann das Bett. Genau. Hier haben wir auch schon überall eingezeichnet, wo die Steckdosen hinkommen. Seht ihr da unten? Und genau, da werden wir jetzt hier an meiner Seite, hier werde ich schlafen auf der Bettseite, 2 bis 3 Steckdosen machen. Einmal fürs Handy, einmal für Nachtlicht und dann eventuell noch, ja, für die Kameras oder sonstiges. Felix bekommt auf seiner Seite 2 Steckdosen. Und hier ist ja auch noch der ganz normale Lichtschalter. Das seht ihr gar nicht, ne? Dahinter ist auf jeden Fall der ganz normale Lichtschalter. Genau. Der kommt hier unten irgendwie noch Steckdosen hin und hier auch noch. Und genau, dann haben wir genug Steckdosen. Hier ist die Ecke jetzt auch schon fertig mit Rehgips. Das hat mein Papa gestern noch gemacht. Hier die Seite auch fertig. Und ja, das nächste ist jetzt Spachteln und Streichen. Wirklich, Leute. Es ist so krass. Hier hinten ist auch schon die Außenwand fertig. Da hinten ist die Außenwand fertig. Und wir haben hier auch sogar schon die erste Steckdose sozusagen. Also so die erste, ja, richtige Steckdose kommt da raus. So sieht es eben hier hinten aus. Und hier auf diesen Rehgips muss wirklich nur noch gespachtelt werden und dann wird gestrichen. Wir wollen ja keine Tapete, sondern streichen direkt auf den Rehgips drauf. Und ja, so sieht es hier hinten aus. So sieht es allgemein hier aus. Hier oben ist alles mit USB. Sieht total cool aus. Und hier ist eben die Türe sozusagen. Und das ist dann eben bis jetzt, ja, unsere Baustelle hier. Wir hoffen natürlich, dass es bis zum Entbindungstermin die beiden Räume fertig sind. Und dann, ja, ist alles schön. Kann ich endlich das Babyzimmer einrichten. Da freuen wir uns riesig drüber. Genau, und ich werde jetzt wieder runtergehen. Und heute Abend geht es hier, denke ich, weiter. Aber ich halte euch dann im nächsten Vlog vielleicht mal wieder auf dem Laufenden, wie das hier oben so aussieht. Aber ich freue mich einfach riesig. Und wenn man sich das vorstellt, wie es einfach vor 3 Monaten noch aussah, dann ja, das ist schon ganz schön krass, würde ich sagen. Ja, unten sieht es noch genau gleich aus. Kann ich euch ja auch mal zeigen. Die Treppe ist sehr gefährlich. Aber kein Problem. So, hier liegen schon die ersten Kartons von uns. Also erstmal in die Isofix-Station für Felix Auto. Fernsehhalterung. Und hier sind schon ja, Küchensachen. Und da sind noch ein paar Sachen, die wir schon, ja, sozusagen in die Wohnung räumen hier. Also das sind schon Sachen, die bei uns in die Wohnung einziehen. Hier auch ein Erbstück, was meine Tochter bekommt. Das Schaukelpferdchen, auf dem ich groß geworden bin. Ja, Küche ist voll gemüllt. Aber kein Problem. Die Küche wird ja im Februar geliefert. Und hier unten sieht es einfach so aus. Also einfach, ja, wie vorher auch. Ist halt hier Lagerstätte für die Balken, die wir neu bekommen haben. Die haben wir ja neu bestellt. Hier ist, liegt Rehgips. Also ist eher halt wirklich so eine Lagerecke. Und Sägen und was hier alles gemacht wird. Hier sind das Fenster drin. Da hinten stehen auch die restlichen Fenster. Da stehen auch noch die Fenster. Und genau, ich kann euch das Loch hier nochmal zeigen hier. Ach, das seht ihr gar nicht, ne? Aber hier kommt ja das Loch mit dem Fenster, mit dem dieser Raum hier auch schön hell ist. Auch sehr, sehr schön. So, oh Gott. Genau. Aber sonst war es das, glaube ich, von der Baustelle. Genau, das war's. Ich habe euch einmal alles wieder gezeigt und hoffe, euch hat das Video gefallen, das kleine Update hier. Und wünsche euch dann einen ganz tollen Tag und.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.